Servus, aber Ehre. Hört's jetzt auch schon auf? Hört's jetzt auch schon auf? Ja, unglaublich, ne? Früh und doch. Hört's jetzt früh aufstehen? Ja, du, ich bin wieder unterwegs, ne? Ich bin wieder mit meinem Fluchtfahrzeug unterwegs. Fluchtfahrzeug, jawohl. Mit Johnny und Rückwand. Bin ich momentan voll unterwegs. Fechten. Feuchten rausgefahren, Früchten rausgefahren. Hackschnitzel, Hackware rausgefahren und so weiter. Weil halt, jetzt ist ganz was Besonderes. Heute hole ich Eschen. Eschen wieder einmal. Ja. Verrecken alle draußen. Eschen drin sterben und werden alle Tiere oder wie auch immer. Auf jeden Fall werden sie ja, sterben. Eschen drin sterben. Das ist ein Pilz. Eine befällte Esche und da stirbt es halt ab. Ne? Und dann ist das Holz ja, nicht mehr zu gebrauchen. Ich hole das und schneide es am Sägewerk auf. Da wird es dann auch wieder ein paar Videos geben. Und ich habe mir gedacht, da nehme ich euch auf alle Fälle jetzt mal mit. Wo die Eschen herkommen, wenn man mal die anhole und so weiter. Da gibt es auf alle Fälle, wie gesagt, ein Video darüber im Sägewerk, wie man wieder aufschneiden und so weiter. Aber ist ja wurscht, irgendwann. Ne? Aufschneiden, und dann kommen wir viel zum Schneiden. Dauert ein bisschen. Ich hoffe, man hört es gut, man versteht es gut, weil es ist zwar schon gut die Kabine, aber man weiß es ja nicht, oder? Das ist. Ne? Ja, gut, und da fahre ich jetzt mit meinem Rückgewacher umeinander. Und jetzt hole ich den Esch. Ne? Machen wir mal wieder einen Rückgewacher voll. Da legen wir es wieder hier am Alter. Aber das Zeug eigentlich alles, da brauche ich gar nicht lange mehr andrehen. Ja, mal aber im Frontlader vorne drüber, Johnny, da muss ich aber Schwingungstilgung rein tun, weil der hat ja von Haus aus der Frontlader so ein Gewicht, als wenn du da längere Strecken fährst, sag ich mal, das ist längere Strecken, vielleicht 5 km und auch wie die Feldweg. Da tue ich aber Schwingungstilgung rein, dass der mitfedert, weil sonst geht das so auf der Achse, was unglaublich ist. Ne? Muss man aber einschalten und dann passt das auch schon. Ich muss aber nur fahren, ja, okay. Hole ich jetzt Eschen. Da laden wir die Eschen ab. Und da müssen wir noch ein bisschen was zusammenfahren. Hackschnitzelware. Vielleicht filme ich das auch noch, aber da habe ich eh schon so viel gefilmt. Servus. da habe ich eh schon so viel gefilmt. Da meine ich alle weiter, das muss ich eigentlich nicht oder, ja, das hat schon. Oft genug gesehen, Rückewagen fahren und Hackschnitzel fahren und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist jetzt nicht einmal so interessant. Aber mal schauen, ob ich da noch was filme. Das war da noch so tot, das ist der Blinker, gell? Das ist nicht, dass ich einen Macken habe. Oh, jetzt gehen wir wieder Gas. Ich fahre alle mal mit Hauptgas. Da muss ich nicht alle im Fluss drauf haben, nicht? Da habe ich aber das Handgas rein, Vollgas, dann geht es ab. Jawohl. Ja, genau, so, genau. Ein bisschen Hackschnitzel zusammenfahren haben, heint. Also Hackschnitzelware halt, Gipfelholz und so weiter. Gipfelholz und Klumpen halt. Ja, und dann möchte ich das Spann auf alle Fälle waschen, weil das ist voller Streck. Also, wenn ich jetzt danach da denke, dann füllen wir mal nochmal drüber. Weil ich denke, das kommt dann jetzt anschauen, weil das ist ein Wahnsinn. Ich will unbedingt da waschen. Weil ich mit dem Hochdruckreiniger gescheit drüber gehe, mal wieder eine Wellness-Kur für den John Deere und für den Rückenwagen. Ne? Eine Wellness-Kur, ja. Die tut mir auch mal gut. Ja, genau, das eine. Wir reißen ein paar Meter runter und dann schauen wir mal, was wir noch tun. Und ich glaube, das ist für heute noch gesagt. Ja, wenn ich die Eschen auflade, dann schalte ich wieder rein, da ist so. Aber eins habe ich noch genau. Und zwar habe ich da gefragt, welche die Schererhafer. Also die Schererhafer, du wisst es eh. Schaut mal rein, das Video. Wenn ihr es nicht gesehen habt, was wir
wir gegen Schererhafen kommen, weil im Ort drin ein brutale Kamin hat, von Scherer, die grobe Masse, du, das ist Wahnsinn. Und da hat einer draufgeschrieben, Buttermilchsäure, irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fall eine Säureart, das ist so eine Buttermilch, so eine gestoppte, die stinkt wie die Sau. Und der draufgeschrieben, die Glecherei da, oder daneben halt ein bisschen eine Lohnmauer, die sie so reinfüllen und da einen Lumpen oder einen Hodern drauf, den trinken und den einstoppen. Und dann sollte das da übertreiben oder vercremen. Ja. Und das funktioniert brutal. Also, ein bisschen habe ich gemacht. Ja. Also, merci für den Kommentar, für den Tipp. Ich finde das super. Super, dass sie das da reinschreibt. Ein paar haben noch was reingeschrieben, was man was machen kann und zeigen, mixen, hinlegen und so weiter. Das habe ich auch probiert. Funktioniert auch, also mixen auch, aber das mit der Säure, das sage ich euch, das funktioniert. Das funktioniert richtig gut. Und das Gute ist das, man bringt es nicht um, weil umbringen tut man das nicht, das machen wir einfach nicht. Ne? Muss man auch nicht, das sind auch super Fächer. Waldwurf ist ja ganz was Tolles, ja. Ist auch super. Ja. Was der macht, klar macht der Heifenasser, aber was der unten drinnen macht im Boden, das ist ganz mit viel Mehrwert. Ne? Aber man kann ihn ja vercremen, ne? Dass er halt woanders hinzieht, dass er umzieht und dann muss man nicht umbringen. Und das mit der Säure, der bringt den nicht um, sondern der tut bloß vertreiben. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Sache. Ja. Und umbringen muss man auch nicht, weil es ist auch für ich nicht. Und, ja. Und von dem her, vielen Dank, das ist eine saubere Sache, das sage ich euch. Vielen Dank an, ich glaube, der Ben Bambus hat das geschrieben, den Kommentar. Also, sauber, den war frei. Ja, das wollte ich noch sagen. Und jetzt muss ich da links oben, dann dauert es noch ein bisschen, dann bin ich schon da zum Aufladen und dann schalte ich wieder rein. Ja? Machen wir es so. Also, bis später.
Ja, ich bin ja auf die Hand. Okay.